Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sims, zu einem neuen Sims 4 Stream. Irgendwie komisch, Stream statt Folge zu sagen, aber ja. Beim letzten Mal, hi Cell. Oh, Cell, und danke für dein Resub im 7. Monat. Schon so lange wieder. So, ich muss noch kurz hier was gucken, damit ich ein Control-Dings habe. Ja, genau, beim letzten Mal sind ja die Zwillinge älter geworden. Ich habe jetzt übrigens auch das neue Pack gekauft und als nächstes möchte ich mir eine schöne Küche machen, damit wir auch die neuen Sachen aus diesem Erweiterungs-Accessoire-Pack nutzen können. Aber ja, da müssen wir erstmal sparen, weil wir sind ein bisschen sehr arm. Wir haben nur 174 Simoleons, weil alles in die Zimmer der Zwillinge geflossen ist. Also die haben jetzt nicht viel, die haben ein Bett und einen Schreibtisch. Aber das muss jetzt erstmal reichen. Genau. Marianne und Liv sind, wie gesagt, zu Kindern geworden und haben hier schon das erste Objekt kaputt gemacht. Ach, die Toilette ist kaputt. Kyle hat das repariert, ne? Weil Emily ein bisschen. Ich bin ein bisschen zu laut, dann mache ich mich ein bisschen leiser. Besser? Mal gucken, ob das jetzt besser. Wer läuft denn jetzt? Wer bist du denn? Warum watschelst du so durch die Gegend? Okay, danke, Sel. Eli. Ach, du bist Elisa Pancake. Interessant, okay. Meine Bäume können verbessert werden. Warte mal, die entwickeln wir mal gleich weiter, weil das ist auch eine sehr, sehr gute Geld. Wow, ich treffe hier gerade gar nichts. Das ist auch eine sehr, sehr gute Geldeinnahmequelle. Okay, danke, Sel. So, wir müssen dann nochmal alles gießen gehen. Das macht ja alles Kyle. Kyle ist ja unser kleiner Hausmann. Jetzt muss ich auch noch was trinken. Ups. Ich habe hier viel zu viele Tassen rumstehen. Ich muss sie erstmal dann später alle wegräumen. Gut. Ich meine, das Gute ist, jetzt wo die Kinder größer sind, können wir uns endlich wieder mehr auf Emily konzentrieren. Wieso bist du nicht auf der Arbeit? Ist halt irgendwie ein Feiertag, von dem ich nichts weiß? Nö. Du müsstest eigentlich. Oder habe ich heute mit dir Urlaub? Ich glaube, ich habe heute mit dir Urlaub genommen. Na egal, wir brauchen das Geld. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr oder so. Oh, wir haben einfach überhaupt kein Geld. Das ist so schlimm. Oh, es schneit. Ach genau. Und wir sind ins neue Jahr gestartet, weil wir haben jetzt Frühling. Wir haben auch letztes Mal Weihnachten gefeiert. Und obwohl, ich glaube, das war noch das Mal davor, dass wir Weihnachten gefeiert haben. Oh, Kyles Schwester ist auch wieder am Start. Die gute Sandy. So. Wo ist denn? Ach, da können Sie erstmal nach der Lieblingsfarbe fragen. So. Oh, du musst doch mal auf Toilette. Ja, I'm sorry. Dann geh einfach mal. Aber wenn sie drin sind, dann sollte es ja eigentlich gehen. So, für euch wird es ja eigentlich auch erst in ein paar Tagen morgen. Geht ihr da dann in die Schule? Das war dann ganz cool. Oh, wir können ihnen dann auch Fahrräder kaufen, damit sie Fahrrad lernen können. Und ein Baumhaus. Oh ja, und wir brauchen vor allem eine Küche. Oh, wir müssen unbedingt mehr Geld verdienen. Ich meine, wir können auch mit Emily mal wieder Klavier spielen gehen. Ich muss mir sowieso noch mal die ganzen Regeln anschauen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch schon wieder ein bisschen raus. Ich hätte mir wirklich die Regeln vorher mal anschauen können. Das kann ich auf mein Handy machen. Wozu habe ich denn ein wundervolles Handy, wo man sich das alles anschauen kann? Dazu brauche ich erstmal den Link. Na egal. Ich krieg das auch so hin. Ich weiß ja auf jeden Fall, dass wir unser Bestreben erfüllen müssen. Das dauert aber alles noch ein bisschen. Dafür müssen die Kinder jetzt auch erstmal in die Schule gehen. Sie müssen eine 1 bekommen in der Oberschule und ein Kind eine beliebige Fähigkeit maximieren lassen. Das könnten wir eventuell schon hinkriegen auch. Aber wieso rennst du auch aufs Klo? Abgeworben. Eine Konkurrenz hat sich Emily gewendet, um sie von ihren derzeitigen Unternehmen abzuwerben. Sie soll loyal bleiben oder Größeres und Besseres anstreben. Wir bleiben mal loyal. Jetzt haben wir einen Bonus von 1000 Simoleons bekommen. Emily ist halt eher so der Typ, denke ich, die loyal ist. Und deswegen wird es jetzt nicht so passen, wenn sie ja woanders hingeht. Gerade weil sie ja auch immer
dieselbe Karriere haben will, kann ich mir vorstellen, dass sie immer beim selben Arbeitgeber bleibt und nicht wirklich vorhat, jetzt die Branche zu wechseln. Und deswegen wird das, denke ich, ganz gut auch so passen. Was wir aber mal wieder machen könnten, ist uns mit unserer Clique treffen. Weil das fiel jetzt die letzten Male immer ziemlich ins Wasser, weil ja Emily halt schwanger war, dann. Wieso kann ich das da nicht reinwerfen? Geh das mal wegwerfen. Ja, dann war sie halt. Dann hatten wir Zwillinge, das war super stressig. Also Zwillinge nochmal, weiß ich nicht, ob ich das mal. Also gut, war jetzt auch nicht geplant. Aber Zwillinge sind wirklich richtig, richtig stressige Kinder. Da bin ich ja noch froh, dass es keine Trillinge geworden sind. Das wäre da noch mehr Chaos gewesen. Sag mal, wieso kannst du nichts in die Mülltonne? Wieso? Muss ich das verstehen? Kannst du das einfach wegwerfen? Ist die Mülltonne kaputt? Können wir nichts, wenn die Mülltonne wäre? Ach, jetzt ist auch noch das kaputt gegangen. Also die Kinder machen auch irgendwie alles kaputt. Habt ihr eigentlich schon Hausaufgaben, die ihr irgendwie machen könnt? Guckt mal, ihr könnt Hausaufgaben machen. Dann hör auf, Chaos zu machen und mach Hausaufgaben. Ach, diese Kinder. Sie sind seit 5 Minuten groß und schon jetzt nerven sie mich. Warum macht ihr alles dreckig? Ach, Emily ist zu Hause unter 256. Hätten wir mehr Geld gekriegt, wenn ich ihr einfach den Urlaubstag gemacht hätte? Wahrscheinlich, oder? Aber wir haben immer noch einen Bonus von 1000 Simoleons bekommen, was gar nicht mal so übel ist. Oh, wir können uns jetzt ein Waffeleisen kaufen. Oh mein Gott, das machen wir jetzt als allererstes. Warte, dieses Deko-Teil. Das stellen wir mal hier unten hin. Ich will mir dann auch später die neuen Theken kaufen aus dem neuen Pack und so. Aber jetzt holen wir uns erstmal ein Waffeleisen. Weil das ist doch gar nicht so teuer, wenn ich das jetzt nur sehe. Hier unten. Das kostet nämlich nur 280 Simoleons. Und das geht. Das funktioniert. Wir haben wirklich keine große Küche. Aber wir müssen mal versuchen, das Beste draus zu machen. Vielleicht mache ich die Tür hier auch weg, damit wir dann hierdurch nur in die Küche kommen. Ja, komm. Dann machen wir das so. Dann haben wir halt keinen direkten Gang mehr in die Küche. Aber dafür ist das dann halt so ganz nett. Was sind eigentlich die neuen Theken? Die hier. Wie sehen die denn von draußen? Die sehen eigentlich echt hübsch aus. Und die kosten auch nur 200, nur 280, also sie sind schon ein bisschen. Oh, wir haben sogar auch einen neuen Kühlschrank. Oh, aber der ist teuer. Aber der sieht gut aus. 280 Simoleons ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen halt auch endlich mal Fenster in der Küche. Das sieht doch alles immer so ein bisschen trostlos aus. Ah, die Theken sind wirklich schön. Dann gehen wir erstmal hier mit. Dann haben wir jetzt immer schon mal eine der neuen Theken und die anderen tausche ich dann nach und nach aus. Wir haben auch einen neuen Herd. Oh ja, es gibt echt viele schöne neue Sachen, die ich nach und nach einbauen werde. Wie gesagt, als nächstes baue ich jetzt erstmal eine schöne Küche. Und dann schauen wir später mal weiter, was wir dann als nächstes noch so Schönes tun können. Welche Farbe hatte ich denn jetzt? Ich hatte jetzt die hier, ne? Ja. Die Theken sind schon wirklich hübsch. Vielleicht ändere ich dann nachher nochmal die Farbe. Aber ich glaube, jetzt passt das erstmal so. Kai, wenn du damit fertig bist, kannst du Waffeln machen. Kochen? Wir haben einfache Waffeln, wir haben Beerenwaffeln, wir haben Kürbismilchwaffeln, Hähnchen mit Waffeln, Bananensplitwaffeln, Apfelspeckwaffeln, Pilzwaffeln und weiter, das können wir noch nicht. Dann gibt es noch Räucherfischwaffeln, Safranwaffeln, herzige Waffeln und angenehme abartige Waffeln. Okay. Interessant. Ach, eine Müllfrucht. Ah, warum? Ich würde sagen, wir machen Bananasplit-Waffeln. Ich glaube, er macht nur eine Portion, oder? Ich würde gerne am liebsten gleich so eine riesengroße Familiengröße machen. Aber gut, dann machen wir jetzt halt erstmal so eine normale, einfache Portion. Emily! Weißt du was? Du könntest mal wieder dich mit ein paar Freunden connecten. Wow, die Beziehung zu deiner Mutter baut sich echt ganz gut ab. Ach, da bin ich mir noch immer unentschlossen, was wir mit ihrer Familie machen. Aber du könntest zum Beispiel mit Shivan plaudern, wir könnten mal Luna anrufen, wir könnten Sergio anrufen und wir könnten eine Runde mit Sophia quatschen gehen. Und wir werden uns auf jeden Fall noch mit denen treffen. Vielleicht sogar, wann hast du das nächste Mal frei? Am Wochenende. Ja, dann lass doch ein Treffen am Wochenende stattfinden. Da haben die anderen wahrscheinlich auch frei, die haben ja auch alle einen Job. Und Logikfähigkeit brauchst du. Das heißt, wir sollten vielleicht auch mal im Park gehen, ein bisschen schauspielen. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Theken, oder? Weil das hier sieht so, obwohl das eine Ecktheke, die sehen immer ein bisschen anders. Oh, wir sehen, dass es erstmal zu, wie Kai Waffeln kocht.
Oh, machst du gar nicht weiter? Ach, jetzt müssen wir warten, wahrscheinlich, bis es blinkt oder so. In 15 Minuten fertig. In 14 Minuten fertig. In 13 Minuten fertig. Und das dauert sogar ein bisschen. Ich glaube, man darf es aber nicht anbrennen lassen, sonst ist es dann nicht so gut. Ach, das hört so gut. Ach, ich freue mich so über diese neuen Sachen jetzt. Und ich freue mich, dass wir die Küche angehen, weil die sieht schon am längsten irgendwie sehr, okay, unser ganzes Haus sieht traurig aus, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt nicht so das perfekte Haus. Waffel nehmen. Wieso, Prä? Ich wollte doch gerade rausnehmen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass. Ich fühle mich ein bisschen gemobbt. Kyle, lösch mal bitte. Kyle, wieso brennst du denn jetzt? Oh, Sims, geh doch mal bitte. Kannst du das löschen gehen? Nee, du sollst das löschen. Kyle löscht sich schon seit Kinder. Ihr bleibt bitte vom Feuer. Rennt ihr aus dem Haus raus? Nein, sie rennen natürlich zum Feuer hin. Was haben wir gelernt? Wenn es brennt, rennen wir aus dem Haus raus. Oh nein, es geht alles kaputt. Ich wollte doch die Waffe gerade rausnehmen. Die Versicherung hat uns nur 400 Simoleons gezahlt. Sicherheitsalarm der Landgrab Stromversorgung. Aufgrund von Eichhörnchen müssen wir die Stromversorgung der nächsten 48 Stunden abschalten. Vorbereitet? Euer Ernst jetzt? Tut mir leid, wir drehen jetzt den Strom ab. Ich hoffe, du bist schön. Bitte was? Wie schlimm kann es denn noch werden? Jetzt können wir nicht mehr Waffeln kochen. Aber Wasser haben wir noch, oder? Ja, wieso kannst du einen Schwangerschaftstest machen? Ich hoffe, du bist nicht schwanger. Das wäre traurig. Das verkrafte ich gerade nicht mehr. Oh Gott. Ja gut, wenigstens ist das Wasser nicht abgestellt. Du solltest dann auch auf jeden Fall. Du bist doch schon selbst gelöscht. Dann geh dich halt nochmal selbst löschen. Ach, jetzt sind wir wieder ins Bad gecrashed. Wir brauchen dringend ein weiteres Bad. Angesenkt, ja. Ja, was wollen wir machen? Was wollen wir? Also jetzt geh dich nochmal selbst löschen. So, kannst du jetzt so richtig eine erfrischende Dusche nehmen? Geh mal eine erfrischende Dusche nehmen. Und danach gehst du hier noch die Teile plündern. Ja, das ist traurig, dass uns jetzt einfach der Strom für 48 Stunden... 48 Stunden kein Strom? Ah nee, nur noch 8 Stunden. Okay, stell dir nicht was mit 48. Keine eine Heureka-Erlebnis. Ein Schneezahn hat eine besondere Fähigkeit erworben. Das freut mich für dich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ein Chaos, was ein Chaos. Jetzt haben die uns ernsthaft den Strom abgestellt. Gut, es gibt wenigstens eine Spieltruhe für die Kinder. Das ist ja schon mal ganz gut. Da können die wenigstens noch ein bisschen spielen. Habt ihr eure Hausaufgaben eigentlich gemacht? Wo sind deine Hausaufgaben? Hier oben. Habe ich schon Betten zugewiesen? Ja, okay, sie schläft da schon drin. Okay. Eure Hausaufgaben gebe ich euch mal wieder ins Inventar. Du hast noch ein Essen drin, was sicherlich schon längst vergammelt ist. Wo auch nichts mehr drin ist. Okay, Kaffee kann man sich aber anscheinend noch kochen. Das geht. Ach, schade, dass das mit den Waffeln jetzt nicht geklappt hat. Ich verstehe auch nicht, wieso das direkt in Flammen ausgebrochen ist. Weil es hat ja gepiept und genau in dem Moment wollte ich das herausholen. Wer bist du denn? Du bist Penny Summer. Bist du mit Dings verheiratet? Mit, Ah ne, macht ja gar keinen Sinn. Sie heißt ja Summer Holiday und nicht mit Nachnamen Summer. Ich habe mich gerade gewundert, ob sie mit der Summer verheiratet ist, aber... Die heißt ja Holiday mit Nachnamen. Naja, passiert. So, ich weiß gar nicht, wer du bist. Ich guck dich mal an. Du bist Ehegatte ist Manuel Sommer. Ja, okay, dein Name, aber du hießt eigentlich anders. Ich weiß zwar nicht mehr, wie du hießt, aber du hießt auf jeden Fall anders. Du hast auch schon ein Kind. Warum ist sie eigentlich bei uns zu Hause vorbeigekommen? Wir kennen sie doch gar nicht, aber ist gar nicht schlecht. Neue Bekanntschaften und vielleicht sogar neue Freundschaften zu schließen. Oh, Gina kommt auch. Das ist die Mama von Kyle. Hey, ich bin ein besonderes Geschenk für dich, weil du so ein toller Nachbar bist und ich mich für deine Freundlichkeit und Freundschaft bedanken möchte. Die wohnt bei uns in der Nachbarschaft? Die wohnt doch nicht bei uns in der Nachbarschaft.
Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich machen wollte. Wow, sie hat uns wirklich einfach nur ein Geschenk gegeben? Eine Käsepizza? Oh mein Gott. Das ist ja verdammt nice. Dankeschön. Als wenn jemand... Oh, ich hätte jetzt voll Bock auf Pizza. Ich mache mir heute Abend, obwohl ich wollte heute Abend eigentlich Auberginenauflauf machen. Aber so eine Pizza wäre auch nice irgendwie. So, Mausis, kommt, ihr könnt auch ein Stück nehmen gehen. So, einfach jetzt mal alle schön Pizza essen. Ich meine, ihr habt ja eh Hunger. Ich muss mal gucken, vielleicht baue ich das Zimmer noch um und hole ihn doch ein niedriges Bett. Eigentlich sind die Zimmer doch groß genug, dass wir uns, ja, noch ein anderes Bett holen können. Genau, und unser Erbe, mit dem wir weiterspielen, ist ja Mary Ann. Wir haben uns ja für Mary, oder ich habe mich für Mary Ann entschieden, dass wir mit Mary Ann weiterspielen. Aber Liv werden wir natürlich auch begleiten. Ja, also wir werden auch viel mit Liv spielen, auch wenn wir dann auseinanderziehen, werden wir sie natürlich noch besuchen. Ich werde dann auf jeden Fall noch so eine Family-Gruppe gründen und dann regelmäßig Familien-Events machen. Und ja, das heißt, wir werden auf jeden Fall Liv nicht aus den Augen verlieren, sondern auch noch sehr, sehr viel mit Liv gemeinsam machen. Da ist noch ein Platz frei für dich, aber da steht schon ein Teller. So, es ist jetzt 21 Uhr. Ich finde, jetzt ist die perfekte Zeit, ins Bett zu gehen. Deswegen sage ich einfach mal schlafen gehen. Und wenn du fertig bist, kannst du auch schlafen gehen, weil ihr habt ja morgen auch euren ersten Schultag. Und der muss gut werden. Ich finde es voll nett, dass sie uns einfach Essen vorbeigebracht hat. Ich meine, es sind noch drei Stück übrig, die können wir im Kühlschrank tun. Gerade weil wir zurzeit noch nicht kochen können, ist eigentlich richtig gut. Hör ich in Nero? Ah, naja, zusammenspielen geht da gerade schlecht, weil ich gerade umspiele. Und das geht ja nicht im Multiplayer. So, dann würde ich sagen, könnt ihr jetzt auch schlafen gehen. Die Gäste werden dann sicherlich schon irgendwann verschwinden. Ja, mit einer Mod, aber das ist jetzt zu umständlich und kompliziert. Ja, die gehen schon irgendwann. So, dann schlaft gut, Sims. Habt ihr morgen eigentlich Arbeit? Ach, Kyle hat morgen frei, das ist sehr schön. Dann können wir das vielleicht nochmal... Oh, der Strom ist zurück. Dann machen wir hier noch schnell automatische Lichter. Wieso habe ich es gut? Also ich möchte ehrlich gesagt nicht die Mod ausprobieren. Deswegen eher nicht. Ja. Das stimmt. Hast du nur das Basisspiel? So, wer ist... Ach, Patrick war dein Vater, ne? Ah ja, da war ja was. Da müssen wir eigentlich auch mal wieder nach Hause gehen. Caroline, war das noch deine Schwester? Gott, ich bin da gar nicht mehr drin. Nero, danke schön für dein Follow. Ja, aber ich finde mit, es gibt ja auch viele gute Mods, die man sich einfach runterladen kann. Und dann hat man ja eigentlich auch schon ganz gute Spielerfahrungen. Ah, es stimmt schon, mit Packs macht es natürlich viel, viel mehr Spaß. Ohne Packs wäre das tatsächlich alles ein bisschen sehr langweilig auch. So, dann gehen wir Pizza futtern. Aber zurzeit sind noch einige Packs im Angebot. Also ich glaube vor allem diese übernatürlichen. Okay, müssen wir vor allem mal ein bisschen den Boden wischen. Ach warte, du putzt ja nicht so gerne. Du musst auch erstmal auf Toilette gehen. Danach kannst du ja den Boden putzen gehen. Okay, die Extreme Violence Mod kenne ich tatsächlich gar nicht. So, und du solltest da mal duschen gehen, das wäre ganz gut. Die Kinder müssen Boden schrubben. Okay, dann putzen die Kinder den Boden, warte mal. Marianne ist ja sowieso fertig. Hier, die Boden putzen.
Es gefällt mir, wie du denkst. Ich meine, die waren auch teuer. Die ihre Zimmer haben so viel gekostet. Und sehen dabei wirklich nicht mal schön aus. Naja. So, da wir jetzt aber Strom haben, würde ich vorschlagen, dass wir das mit den Waffeln einfach nochmal probieren. Wir können ja diesmal einfach die Bärenwaffeln machen. Vielleicht waren die Bananasplitwaffeln nicht ganz so gut. Baby macht mit Emily. Also ich hätte ja nichts gegen ein drittes Baby. Ja, finde ich auch. Man muss es sich auch verdienen, so ein Leben, das stimmt. Also ich bin voll für ein drittes Kind, aber nicht solange wir nicht mal ein ordentliches Haus haben. Och, wieso machst du denn da alles dreckig? Böses Kind. Warte mal, können wir das Maß regeln? Aktuell ist weiter Maßregeln streng. Ach so, nein, nicht anstrengend. Man schreit Kinder nicht an. Erziehung. Aktuell ist weiter Maß entschieden. Anordnen, kein Chaos anzurichten. Und danach wischst du das Chaos aber auch selber auf. Nein, Kyle, das ist ganz schlecht. Sie muss das selber aufräumen. Sonst lernt sie es nicht. Warte, da, wieso? Hast du die Waffeln jetzt? Hä? Ach so, warte, nein, falscher. Ah, nein, du musst die Waffeln nehmen. Warum gehst du denn einfach weg? Oh mein Gott, ihr stresst mich alle. Wenn das jetzt wieder abfackelt, Kyle, bekommen wir beide ein ganz großes Problemchen. Oh, das sieht so gut aus. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Ach, das sind direkt 8 Portionen. Wowie. Dann kannst du dir direkt ein Gericht nehmen und Emily kann sich auch ein Gericht nehmen. Das ist ja nice. Ja, Kyle ist tatsächlich der Koch im Haus. Er geht aber auch in die Gastronomiekarriere, aber er ist Mixer. Ich habe dir auch eine Bar gekauft, stimmt. Gut, Getränke mixen üben, das könntest du dann machen. Du hast heute frei. Und wenn du das vielleicht schaffst, wirst du vielleicht beim nächsten Arbeitstag befördert. Das wäre ziemlich cool. Und Emily muss auch in 12 Minuten auf die Arbeit. Im Internet von Emily wurden. Was, im Inventar von Emily wurden Kopfhörer abgelegt. Oh, kann ich die verkaufen? Ich kann die nicht verkaufen. Ich hätte sie gern verkauft. Naja, okay. Ich hätte das Geld gebrauchen können. Aber dann halt nicht. Genau, dann versuchen wir mit Kai Level 5 zu erreichen. Ja, kein extra Geld, schade. Ich bräuchte das wirklich für die Küche. Oh, und Kai kann dann sich auch um den Garten kümmern gehen. Kann direkt alles verkaufen. Ja, mal gucken, vielleicht pflanzen wir nach und nach noch ein bisschen mehr an. Weil wir brauchen das Geld. Ach so, ja stimmt. Das kann ich ausprobieren, ob ich es in der Welt platzieren kann. Das kann ich testen nachher, wenn sie wieder da ist. Das ist eine gute Idee. Weil Geld ist immer gut. Weil, wie du siehst, ist meine Wohnung sehr, sehr, oder mein Haus sehr, sehr, oder das Haus meiner Sims ist ja nicht mein Haus, sehr traurig. Unfertige Hausaufgaben. Wenn jetzt Mary Ann zum Unterricht geht, fällt ihr plötzlich ein, dass ihre Hausaufgaben heute fällig ist. Ich habe doch mit die Hausaufgaben gemacht. Mary Ann, oh, wie ist sie denn? Ich glaube, sie ist eher der Typ, der die Wahrheit sagt. Oh, und gewährt ihr eine einmalige Verlängerung. Das ist ja lieb. Nein, ich cheate kein Geld. Das macht sonst nicht mehr Spaß. Also ich habe früher mir immer Geld gecheatet. Das war aber ja noch so Sims 3 Zeiten. Und da habe ich an der Familie aber auch nie länger als 1, 2 Tage gespielt, weil ja, du hattest ja dann schon alles erreicht. Ich finde es viel schöner, wenn man sich nach und nach alles selbst erarbeitet. Während der Fahrt mit dem Aufzug schaut Emily von ihrem Telefon auf und sieht, wie sich die Tür öffnet und der Unternehmensleiter zusteigt. Soll Emily etwas sagen, um Eindruck zu schinden? Oder den Mund halten? Wir schinden mal Eindruck, oder?
Emily beginnt eine Unterhaltung mit dem Unternehmensleiter, der sich als recht freundlich herausstellt. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass die Unternehmensleitung nicht immer mit der Arbeit in Kontakt steht. Das ist doch gut. Okay, mit Logik. Das heißt, wir müssen auch weiter in den Park gehen. Also im echten Leben würde ich dieses Modderlord sofort anwenden, aber im Sims, in Sims nicht. Wenn es gehen würde. Wow, mein Command geht. Nett. Ah, jetzt haben wir das im Einstellen. Erstes Mal Feuer. Post? Oh nein, Rechnung heute, oder? Nein, heute ist Mittwoch. Die Rechnung kommt immer noch Montag. Wir gehen mal die Post holen. Also 1000 Euro? Ja, arbeiten halt. Man muss halt sparen, das stimmt. Das dauert am Anfang ziemlich lange. Aber das geht dann halt irgendwann schneller, gerade wenn man da mehrere Sims hat. Okay, weißt du was? Da du meinen Boden jetzt kaputt und dreckig gemacht hast, würde ich sagen, es reicht erstmal. Du machst mal das erst draußen. Und danach gehen wir aber noch weiter Getränke mixen, weil ich wirklich heute gerne Level 5 noch erreichen würde mit dir. Ach so, wartet mal. Ihr könntet eigentlich Freundschaften schließen gehen, damit ihr ein paar Kinder in eurem Alter kennenlernt, mit denen ihr dann vielleicht auch euch mal verabreden könnt. Ich mache zurzeit keine Sims mehr Nero. Ich stream nur noch. Ah, er verkauft das direkt. Ich habe mich gerade schon gewundert, wo die ganzen Sachen hinkommen. Ich wollte mich gerade beschweren. Judith Ward. Sag jetzt nicht. Achso, Mary Ann hatte an der Cafeteria eine Lebensmittelschlacht angezettelt, weil ja fast alle anderen Schüler mitgemacht haben. Wir putzen immer noch. Sie soll bei Aufräumen helfen. Sie hat dort früh schon Chaos gemacht. So, keiner hat alles aus dem Briefkasten geholt. Ich streame generell nicht mit Leuten, die ich nicht kenne. Also, Spielzeug. Das verkaufe ich. Die Kinder haben ja Spielzeug. Dann kann ich das hier verkaufen. Nice, jetzt haben wir richtig viel Geld gemacht. Wer hat uns denn so teure Spielzeug geschenkt? Ich meine, wartet mal, das hier ist auch doppelt. Das können wir auch einmal verkaufen. Nein, ist eigentlich mies, dass wir das Spielzeug der Kinder verkaufen, um Geld zu machen. Aber, hey. Ich meine, wir verkaufen ja nicht alles. Nur so ein ganz kleiner Teil. Und das passt schon. Ich überlege gerade, wie ich das hier unten mit dem Fenster mache. Ich meine, hier oben habe ich ja die Fenster. Das sieht irgendwie auch hässlich aus alles. Oh, dieses Haus. Das macht mir Albträume. Liv hat Manuel in der Schule getroffen. Oh, jetzt habe ich irgendeine Nachricht weggedrückt. Upsi. So, wie kann ich das hier... Nein, so. Passen hier drei Fenster? Nein, hier passen keine drei Fenster rein. Dann machen wir das halt so. Oder mache ich das lieber so? Ich glaube, das ist erstmal egal. Es wird dann eher auch noch wichtig, wenn ich dann andere Fenster noch habe unten in den anderen Räumen. Aber hey, wir haben Fenster in der Küche, das ist doch gut. Ja, wahrscheinlich zum Geburtstag der Kinder irgendwelche Verwandten, die für die Kinder das Zeug gekauft haben oder geschenkt haben. Finde ich gut. Aber die Kinder waren insgesamt trotzdem teurer, als sie Geld reingebracht haben. Aber hey, wieso hast du eigentlich so eine schlechte Beziehung mit deinen Kindern? Ich meine, sie versteht sich ja ziemlich gut und die haben sich ja ziemlich gut reingeteilt. Ja, Kinder sind teuer. Kinder sind wirklich teuer. Aber hey,
Wir brauchen Kinder, sonst kann ich die Generation nicht weiterspielen, beziehungsweise die Legacy Challenge. Ja, das Ding ist, ich habe überlegt, dass ich als Teenager sie auf jeden Fall, also dass ich ihnen als Teenager Nebenjobs gebe. Gina möchte vorbeikommen, abhängen. Ja, klar, komm rum. Und wir haben Level 5 der Mixfähigkeit erreicht. Sehr schön. Und vielleicht kriegt er morgen sogar eine Gehaltserhöhung. Das wäre ein Träumchen. Weil dann würden wir viel mehr Geld kriegen. Ach, das ist ja schön. Wir brauchen Geld. Wir brauchen sehr, 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 sehr viel Geld. So, wir können ja mal direkt von Mixen schwärmen. Man hat jetzt die ganze Zeit gemixt. Ich glaube nicht, aber das kann man, denke ich, mit MC einstellen, dass man Kindergeld machen kann. Gina und möchte. Ja, okay, lass beste Freunde werden. Und dann können wir mit Familie angeben. Was gibt's denn noch? Zuwendung und familiärer Kuss und ja. Also und zurück. Aber dann ist sie auch da, wenn die Kinder aus der Schule kommen. Das ist ja super. Dann können die auch ein bisschen mit ihrer Oma interagieren. Ja gut, die sprechen halt Simlisch. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen der Reiz an dem Spiel. So, Lille. Kennst du noch nicht eine Merkmale deiner Mutter? Das können wir mal gleich gucken. Doch. Marianne ist heute mit der Schule fertig. Sie hat eine zufriedenstellende Leistung erbracht, aber die Landkreis-Grundschullehrer sind der Meinung, dass sie mit ein wenig mehr zusätzlicher Arbeit schnell verbessern könnte. Wow, und Liv ist aus der Schule zurück. Die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank. Ihre Leistungen sind gerade noch so befriedigend. Oh no, Liv, warum sind deine Leistungen gerade noch so befriedigend? Was ist denn los? Hey, ihre Leistungen sind doch ganz normal. Verstehe ich jetzt nicht. Aber ich würde sagen, wir warten. Das Bild können wir hier hinhängen. Oh Gott, du hast hier wirklich das Ding geklaut. Aber das habe ich dir heute früh aufgetragen. Ich habe es nur vergessen zurückzustellen. So, gab es irgendeinen Meilenstein? Erster Schultag. Mary Ann hat ihren ersten Schultag in der Grundschule. Und erstes Feuer. Mary Ann hat ihren ersten Brand auf dem Grundstück der Sommerhitze miterlebt. Was denn für eine Sommerhitze? Mein Vater war einfach zu dämlich, das Waffeleisen zu bedienen. Das hat nichts mit Sommerhitze zu tun. Okay, das können wir nicht klären. Das musst du selber machen. Level 3 der Sozialfähigkeit reicht. Ach ja, sehr schön. Ah, genau, jetzt kannst du auch die Waffeln essen. Oh, das ist super. Oh, ich will auf jeden Fall auch den Pizzadings holen. Wartet mal ganz kurz. Das kriegen wir auch noch hin. Dann kaufen wir uns jetzt noch schnell den Pizzadings. Nein, wir haben nicht genug Geld. Dann müssen wir erst warten, bis. Oh, alles gut, Nero. Aber vielen lieben Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Freitag und ein schönes Wochenende dir. Was ist denn hier schon wieder kaputt? Geht das mal reparieren? Wieso hast du dein Essen nicht auf? Oh, du musst dann auch mal duschen. Und du hast. Na gut, dann spiel. Okay, die Merkmale kann ich aber erfüllen, das stimmt. 3 Stunden Schach spielen. Da kann sie mit ihrer Mama im Park Schach spielen gehen. Dann können wir am Morgen ja einen Familienausflug in den Park machen. Oder am Wochenende einen Familienausflug in den Park machen. Und ja, dann können wir ein bisschen zusammen Zeit verbringen als Familie und spielen. Und irgendwann treffen wir uns dann auch noch mit der Gruppe. Das können wir dann den anderen Tag machen. Wie sieht zurzeit eigentlich aus mit unserer Gruppe? Wo? Hier bei Sozial hat man nie gesehen. Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall bald wieder treffen. Die haben wir schon viel zu lange nicht mehr gesehen. So, dann geht das mal auffischen. Ach, Milo. Level 3 der Motorikfähigkeit reicht sehr schön.
Okay, sie möchte jetzt duschen, dann müssen die anderen natürlich das Zimmer verlassen. Oh, 600 Simoleons verdient, das ist ziemlich gut tatsächlich. Dann können wir uns jetzt den Pizzaofen leisten. Das ist sehr schön. Ich werde das dann wahrscheinlich alles nochmal so ein bisschen umbauen müssen, aber für den Moment reicht das auf jeden Fall. Dann lass uns was kochen. Was können wir? Okay, wir können Pizza Marina machen. Marina? Das ist wahrscheinlich Pizza einfach nur mit Tomatensauce, so wie es aussieht. Käsepizza, Pizza Margherita, Pizza Salami, Kräuter irgendwas, Ananaspizza, Pizza Caliente, Zuckermaispizza, kanadische Speckpizza, Kebabpizza, irgendwas anderes, Meeresfrüchtepizza, Tikka Pizza, irgendwas, Pizza, irgendwas, kunstvolle Focaccia, irgendwas. Ich versuche das gar nicht auszusprechen, das wird nur falsch. Und dann gibt es noch eine kuriose Pizza mit einer Alienfrucht. Interessant. Ich würde sagen, wir machen ganz klassisch einfach eine Pizza Margherita. Damit kann man jetzt erstmal nicht so viel falsch machen. Hoffe ich auf jeden Fall, Kyle. Kyle, bitte lass wieder nicht unsere ganze Bude abfackeln, das wäre ein Träumchen. Weil das kostet halt alles wirklich sehr, sehr viel Geld. Ah, wir können es wirklich im Weltplatz sehen. Komm mal hierher. Oh, das sieht aber auch so cool aus. Oh, ich hätte schon Bock auf Pizza. So, dann platzierst du mal in der... Wo hast du... Ach, jetzt liegt unter dir. Kann man die jetzt verkaufen? Ja, und sie bringen mir einfach 220 Simoleons. Ach, ist das toll. So, und du machst jetzt Hausaufgaben? Weil deine Mama muss ja auch Kindern mit den Hausaufgaben helfen, irgendwie dreimal für beschrieben, oder? Ja, ein Kind dreimal bei Hausaufgaben helfen. Und das machen wir jetzt direkt als erstes und dann hilft sie noch ihr und dann haben wir schon mal zweimal geholfen und dann müssen wir es nur noch einmal machen. Und für die Oberschule, das dauert dann natürlich ein bisschen, aber das da kriegen wir auch noch hin. So. Können wir bei Hausaufgaben helfen hier? Sehr schön. Und das reicht schon aus. Wow, das ging schnell. Ja, dann kann Liv so lange noch... Ah, Kyle! Die Pizza ist fertig. Mahlzeit nehmen. Kyle, bitte, ey, du meine ganze Küche abfackelst wieder. Du kannst doch nicht weggehen, wenn du Pizza im Ofen hast. Komm, quetsch dich vorbei, Kyle. Quetsch dich vorbei. Nice. Ach, ist das cool. Jetzt wollte ich gerade ein schönes Foto machen. Oh. Leute, wir haben Pizza. Ich kann ja mal gucken, ob ich mit Kyle nebenberuflich dann noch vielleicht auch so einen Essensstand mache und dann diese ganzen Pizzen und Waffeln, die wir so machen, verkaufen gehe. Ist ja bestimmt auch nice. Du kannst doch noch die Bärenwaffeln aufessen, die ja noch so unfertig in der Gegend rumstehen. Und du kannst, ich will schwitzen. Mag Fitness, okay. Dann magst du Fitness. Sehr, 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 sehr gerne kannst du Fitness mögen. So, und ihr können wir dann eigentlich auch direkt mit den Hausaufgaben helfen. So, was ist denn hier mit Detlef plaudern? Ich weiß immer noch nicht, wer Detlef ist. Irgendwie schon die ganze Zeit hat sie einen Detlef in ihren Kontakten, der auch irgendwie mal bei ihren Wünschen auftaucht, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wer Detlef ist. Geschweige denn, wenn wir mal einen, oder wann wir mal einen Detlef kennengelernt haben. Ich weiß es nicht. Du bist Detlef. Ehepartner von Zoe Brown. Aber woher kennen wir dich? So, wir lassen uns mal kurz fortführen, ich bin gleich wieder da. So, irgendwas Spannendes passiert? Eigentlich nicht, oder? So, okay, machen wir wieder an.
Ach, jetzt sind wir mit Liv und ihren Hausaufgaben dran. Sehr schön. Jetzt haben wir wirklich schon zwei von drei Kindern oder zwei. Das ist toll. Dann haben wir das bald fertig. Wenigstens einen Teil des Bestrebens. Und ja, wie gesagt, ein Kind eine beliebige Fähigkeit maximieren lassen. Okay, das müssen wir dann jetzt schon hinkriegen. Spaßvögel. Ein Witz jagt den nächsten. Mary Ann und Liv können nicht aufhören, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Ja, warum nicht? Dann seid ihr untereinander Spaßvögel. Das ist doch gar nicht verkehrt unter Geschwistern eigentlich. Gut, wie gesagt, da müssen wir halt gucken, dass die hier irgendeine Fähigkeit perfektionieren. Aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Ich meine, die sind jetzt wie lange? 19. Ja, das kriegen wir easy hin. Gar kein Problem. Das schaffen wir auf jeden Fall. So, Liv ist mit den Hausaufgaben fertig. Sehr schön. Wie sieht's mit eurem Hunger aus? Eigentlich ziemlich gut, obwohl, warte, du könntest auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit essen gehen, weil dann Essenslust ist nur so halb. Bei dir ist es ganz gut, du könntest noch ein bisschen Spaß gebrauchen, dann würde ich sagen, kannst du noch ein bisschen tanzen? Euch geht es soweit ganz gut. Du hast Hunger, du kannst dir also auch noch mal ein Gericht nehmen gehen, Reste nehmen. Und dann werdet ihr beide auf jeden Fall einen Tisch der Mächte haben, damit mehr Spaß hochgeht. Und eure Romantik ist irgendwie auch nicht mehr so gut. Ihr müsst auch noch mal so ein Zweier-Date machen. Mit den beiden irgendwann. Das wäre auf jeden Fall auch gar nicht schlecht, damit die mal wieder so ein bisschen mehr Zeit zu zweit haben und ihre Romantik mal wieder so ein bisschen aufbauen können. Och, wir haben Pizza, das ist so cool. Und ansonsten würde ich die Kinder jetzt auch schon mal ins Bett schicken. Obwohl es gerade mal so um 8 ist und sie sind noch nicht so richtig müde, aber ja. Ich meine, sie sind ja noch in der Grundschule und als ich in der Grundschule war, war ich, glaube ich, so gegen 9 schon im Bett. Deswegen können die das jetzt einfach auch mal machen. Sehr schön, genau. Dann räumst du noch auf und dann sieht das ja auch morgen ganz nett aus. Das schalten wir auf jeden Fall über Nacht aus. Und dann Baby auf gar keinen Fall. Dafür haben wir kein Geld. Irgendwie klopfen jetzt in letzter Zeit immer ziemlich viele Fremde an unserer Tür und ich weiß auch gar nicht wieso. Die kennen wir alle gar nicht. Aber sie kommen trotzdem irgendwie mal zu uns. Ich finde es jetzt sehr schön, dass wir jetzt im ersten Raum hier unten ein Fenster haben. Dann hier will ich ja dann die Waschküche reinbauen. Aber für euch Diode dauert es auf jeden Fall noch ein bisschen. Und hier unten auch noch irgendwie was. Ach, ich glaube, das wird echt cool. Wenn wir das dann alles schön gemacht haben, kann die Küche richtig nice aussehen. Vors Fenster können wir auf jeden Fall auch ein paar Theken stellen. Das wird, denke ich, jetzt nicht so das große Problem sein. Gut, dann macht ihr mal und dann spulen wir, denke ich, bis zum nächsten Tag auch vor. Also viel Spannendes passiert jetzt eh nicht mehr in der Nacht. Wieso haben wir kein automatisches Licht? Ach, ihr schlaft gar nicht richtig. Dann würde ich mal sagen, ah, jetzt, okay, sehr schön. Emily hat nicht richtig geschlafen. Oh, meine Lampe ist wieder ein bisschen am An- und Ausgehen. So, ich würde sagen, du gehst einmal duschen, dann kannst du dir auch ein paar Reste nehmen gehen. Weil du stinkst sehr. Ich muss dann irgendwann hier oben auch noch was einbauen. Okay, du bist auch wach, Mausi. Oh, du musst mal ganz dringend aufs Klo. Du musst jetzt aber erst warten, bis dein Vater geduscht hat. Weil sonst wird das wieder eine sehr peinliche und unangenehme Situation. Ach, hey, Mini. Aber es könnte ganz, ganz gut sich ganz gut ausgehen, weil du bist ja wirklich langsam auf dem Weg nach unten. Ja, sehr schön. Guck mal, das hat sogar perfekt funktioniert. Dann geh du schnell auf Toilette. Und ja, meine Lampe hat wieder einen kleinen Wackeligen, aber okay. Und dann kannst du dir auch Reste nehmen gehen. Pizza zum Frühstück klingt doch nach einer guten Idee, oder? Oh, du musst auch mal ganz dringend aufs Klo. Und danach vor der Schule kannst du dir auf jeden Fall noch ein paar Reste nehmen gehen. Und Emily muss dann auch mal aufs Klo. Oder warten wir erst, bis die kleine Maus fertig ist. Kann sonst aber auch schon mal nach unten gehen.
So eine Spülmaschine wäre auch noch. Jetzt habe ich das schon wieder kaputt gemacht. Ach, jetzt strickst du. Das freut mich, aber du musst erstmal das Ding hier reparieren gehen. Das ist leider sehr, sehr doll kaputt gegangen. So, du hast wieder 4 Stunden Arbeit. Wow, es ist ja noch gar nicht so früh. Ja, komm, dann kannst du auch noch direkt mal eine Runde duschen gehen. Und dann kannst du dir auch noch... Haben wir noch Reste? Ja, Reste haben wir noch ein paar. Sehr schön, wir haben noch ein paar Waffeln. Level 3 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Sehr schön. Warum ist denn die Leistung so schlecht? Okay, wir müssen uns mal anstrengen. Okay, ich bin gleich wieder da. Kann eigentlich mal speichern. So, weg again. Aber das mit den Speichern war mal ganz gut. Das habe ich tatsächlich vergessen. Ich streame, ich nehme jetzt nämlich schon eine. Also, ich nehme den nicht auf, aber ich streame schon seit einer Dreiviertelstunde. Und ich habe nicht einmal gespeichert. Das hätte ein bisschen böse ausgehen können. Warte mal. So, noch so ein bisschen. Nein, jetzt ist das zu weit. Ich hasse es, dass ich kein Stativ mehr habe, aber das ist kaputt gegangen. Und deswegen steht jetzt mein Ding einfach nur auf einem großen Stapel Bücher. Eine Kamera. Ich muss da nochmal gucken, wie ich das jetzt neu regel. Weil also nicht mein Stativ ist kaputt gegangen, sondern dieses... Man dreht das immer so auf ein Stativ drauf und dieses Ding in der Kamera zum Draufdrehen ist halt irgendwie weggebrochen. Das heißt, ich kann da gar kein... Ich kann es gar nicht auf ein Stativ drehen. Das heißt, ich muss es wahrscheinlich mal irgendwas holen, wo ich das festklebe. Weil das mit diesem Bücher-Dings ist irgendwie nicht so eine gute Lösung auf Dauer. So, ihr tanzt alle schön, das ist sehr schön. Du kannst doch noch mal ein bisschen Yoga üben gehen. Ich meine, du hast noch 2 Stunden und derzeit kannst du auf jeden Fall ein bisschen Yoga machen. So, Kyle, und ich würde vorschlagen, gut, du musst erst 11 Stunden arbeiten, ach du meine Güte. Das ist nicht so ein schöner Schlafrhythmus. Hallöchen, Funny, herzlich willkommen im Stream. So, ich würde sagen, du gehst einfach mal, weil du ja Getränke mischen sollst, dann gehst du mal ein Getränk zubereiten. Und zwar machen wir mal ein Zack und weg. Das hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Und du übst noch ein bisschen Yoga, das ist sehr gut. Ich meine, dann leveln wir auch diese Wellness-Fähigkeit. Da sind wir eigentlich auch schon ziemlich gut vorangekommen. Da sind wir jetzt auch schon auf Level 6. Das ist ziemlich gut. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Hat das schon gereicht? Oder müssen wir noch ein Getränk machen? Zu 25% erst erledigt. Okay, das ist auch ganz schön teuer irgendwie die ganze Zeit. Reicht doch, wenn wir Getränke mixen üben? Muss ich mal ausprobieren. Oh, schließe auf einen Sims verteilt 100 Launen ab. Cool. Immer die muss in einer Stunde auf der Arbeit sein. Oh, die Bäume da hinten können wir eigentlich auch mal wieder ernten gehen. Wieso tragen die heute eigentlich keine Früchte? Ist das nicht mal jeden Tag so? Mal gucken, vielleicht ist ja auch Getränke mixen üben. Bringt das irgendwas nach oben? Nicht so, oder? Sieht nicht so aus. Okay, Liv und Mary Ann sind in der Schule. Das ist sehr schön. Gut, jetzt muss ich noch schauen. Nein, Pizza backst du jetzt bitte erstmal nicht. Da hattest du heute früh eigentlich schon was. Ach ja, Berichte aus. Wir müssen ja auch irgendwann einen Laptop kaufen.
So ein kleines Arbeitszimmer für sie wäre halt auch super. Aber seit finanziell zur Zeit irgendwie alles nicht wirklich drin. Ich würde halt super gerne erstmal eine schöne Küche haben. Aber vielleicht kaufe ich ja wirklich erstmal einen Schreibtisch. Ich meine, es muss ja erstmal kein Arbeitszimmer sein, aber so ein Schreibtisch mit Laptop oder den günstigsten Computer, den es gibt, wäre vielleicht auch erstmal eine gute Investition, damit sie halt ihre Arbeitsvoraussetzungen erfüllen kann. Damit wir halt auch gut leveln, weil irgendwie ist ihre Arbeitsleistung zwar doch nicht ganz so gut. Gut, die Logik, die machen wir am Wochenende im Park nach oben. Oder versuchen noch, die hochzuleveln. Aber ich würde sagen, wir versuchen heute mit Emily mal einen fleißigen Arbeitstag hinzulegen. Okay, das bringt wirklich nichts. Getränk zubereiten. Die kosten auch alle so viel. Ich glaube, dann ignoriere ich die Daily einfach. Und ich denke, er wird auch so befördert werden. Hoffe ich zumindest. Das wäre sehr, 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 sehr schön. Du kannst noch ein bisschen aufräumen gehen. Vor allem, du hast ja eh noch 10 Stunden, 9 Stunden Zeit. Dann werden wir mit dir auf jeden Fall noch einen kleinen Nachmittagsnap machen. So, du gehst hier hinten mal bitte alles ernten. So ein kleiner Nachmittagsnap ist dann, denke ich, auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn du von 18 bis 1 Uhr arbeiten gehst. So, das können wir verkaufen. Kriegen wir noch ein bisschen Geld. Und. Ja, genau, ich wollte hier schauen. Ja, zurzeit ist er noch ziemlich munter. Mal gucken, wir müssen noch irgendwas mit Keil machen. Ich meine, er hatte Stricken als Hobby. Mal schauen, dass wir ihm noch irgendein anderes Hobby geben. Wir müssen mit Keil eigentlich auch mal so eine Freundesgruppe aufbauen. Bist du eigentlich in unserer Dingsgruppe mit drin? Bist du nicht? Nein. Vielleicht können wir mit Keil auch in der Gruppe zutreten, weil mit Keil machen wir irgendwie gar nicht so viel. Und Kai braucht auf jeden Fall auch ein paar soziale Kontakte, weil er hat irgendwie nicht mal wirklich so Freunde. Ich meine, er ist sehr gut mit seiner Mutter befreundet. Und mit seiner Schwester. Ja, irgendwie möchte niemand dieses Ding hier kaufen. Ja gut, es hat aber auch eine schlechte Qualität. Vielleicht verkaufen wir das dann einfach hier drüber. Und dann versuchen wir doch nochmal was Neues zu stricken. Aber wir können 12 Zitronen verkaufen. Dafür kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld. Ja, wir sparen uns das schon alles nach und nach zusammen, um eine wunderschöne Küche zu haben. Aber dieser Kühlschrank kostet über 2000 Simoleons. Das ist so teuer. Aber gut. Das wird schon. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das hier anders mache. Mir gefällt das ja nicht so gut mit dem Durchgang. Da werde ich dann auch nochmal irgendwie das ein bisschen anders gestalten. So, genau. Und jetzt strickst du bitte. Und du strickst. Ach, komm mal, wir können sogar was fortsetzen. Und zwar senffarbener Herrenpullover. Das klingt doch nach einem guten Plan. Dann können wir da vielleicht noch ein bisschen Kleingeld mitmachen mit seinen Strickprojekten. Voraussetze ich natürlich, sie werden gut und nicht so schlecht wie das letzte. Und ich werde auf jeden Fall machen, dass er auf der Arbeit Kontakte knüpft, damit er. Ja, auch so ein paar Freundschaften findet und schließt. Aber du kannst natürlich trotzdem erst mit deiner Schwester plaudern. Und damit er halt auch so einen kleinen Freundeskreis bekommt. Ansonsten können wir ihn natürlich auch in unsere Gruppe hinzufügen. Aber ich finde es irgendwie auch ganz nett, wenn die Sims so unterschiedliche Freundeskreise haben. Ich meine, Emily ist eine Idolin und wir können ja mal gucken, vielleicht gibt es ja eine Gruppe, die für Kai geeignet wäre. Die Abkundigen, die Idole, Fitnessfreaks, vielleicht können wir mit ihnen in die Fitnessfreaks reingehen. Ich meine, ist er zwar nicht mehr ganz so fit wie früher, aber das kann sich ja noch ändern und vielleicht finden wir dann noch ein paar andere Leute, mit denen das was werden könnte. Was gibt es denn noch so? Heckenritter, Stammgäste wäre natürlich auch interessant. Ich glaube, da gefallen mir die Leute nicht so gut. Das ist beim Fitnessfreaks dann irgendwie ein bisschen netter. Vielleicht treten wir wirklich mal den Fitnessfreaks mit dem bei. Markus, willkommen in der Gruppe Fitnessfreaks. Ich freue mich, dass du zum Beitritt entschlossen hast. Wir haben eine Gruppenversammlung ab und würden uns freuen, wenn du dorthin kommen würdest. Ich dachte, wir könnten uns hier treffen. Fitnesscenter am Hafen. Okay, gut, dann machen wir das. Klingt besser als Pullover stricken. Und dann können wir mit ihnen auch noch so ein Hobby. Dann kann er ja so Fitness als Hobby haben. Und ja, dann hat er halt diesen Fitness-Freundeskreis. Und da können wir dann auf jeden Fall noch ein paar andere Sims mit reinholen.
Vielleicht sogar so ein paar Leute, die einfach so im Fitnessstudio rumhängen. Wir können uns auf jeden Fall hier erstmal den Leuten vorstellen. Können einfach über die Gruppe Fitnessfreaks reden. Vom Gartenarbeit schwärmen und dann Training, oder? Oder wir lassen einfach direkt zusammen trainieren gehen. Ich bin der Leiter von der Gruppe Fitnessfreaks. Ich finde das großartig. Das glaube ich dir, dass du das großartig findest. Ich könnte ja eigentlich auch ein schöneres Fitnesscenter platzieren. Muss ich mal in der Galerie gucken, vielleicht. Vielleicht auch mal so einen kleinen Wellness-Teil noch. Irgendwas was. Besser. Ah, wieso rutsche ich denn immer mit meiner Taste, mit meiner Maus aus dem Programm aus? So, ne, dann würde ich sagen, geht's. Okay, schwimmen und trainieren ist gut. Haben wir auch einen Pool? Ah, ja, guck mal, hier gibt es sogar einen Pool. Das ist nett. Ja, und dann haben wir auch schöne Umkleiden und so weiter und so fort. Das ist sehr gut, okay. Ach stimmt, hier muss man nochmal durchs halbe Fitnessstudio durchlaufen, erstmal, also durch die ganzen Umkleiden, um dann in den Trainingsbereich zu kommen. Ja, ich guck mal, vielleicht findet man hier was Besseres auch noch. Ich meine, gerade wenn das hier der Spot für unsere Fitnessfreaks ist, dann wird das natürlich gar nicht schlecht. Ja, komm, du kannst auch mit. Oh, Markus ist schon Senior. Was bist du? Du bist auch ein Erwachsener. Kyle ist ja auch erwachsen. Ah, du bist Darling, genau. Du bist jetzt hier Fitnesstrainerin. Wen haben wir hier? Kaori. Dann haben wir hier Jacob. Nett, und du bist? Du bist Juniper. Marianne ist heute mit der Schule fertig. Sehr schön, Marianne. Und Liv ist heute mit der Schule fertig. Kann ich jetzt irgendwie was aufgeben? Fähigkeit aufbauen. Oh ja, das macht dir Kreativität. Und Fähigkeiten aufbauen. Sozial? Keine Ahnung. So, wie sieht es mit deiner Arbeitsleistung aus, Mausi? Nicht so optimal, ne? Ach, du bist eigentlich ein fauler Sim. Ja, upsie. Dann passt das ja, glaube ich, nicht so gut mit der Fitnessgruppe. Egal. Schlag deine Faulheit und trainiere. Ich meine, er ist auch ein Perfektionist. Also kann schon sein, das widerspricht sich doch eigentlich, oder? Faul und perfektionistisch. Welches Level bist du in Fitness? 2. Gina. Hey Kai, wie geht's? Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist und möchte dich gerne. Ja, okay. Meinetwegen. Ich meine, die Mutter wird uns ja nicht mit irgendeinem Creep vermitteln, oder? Also, das wird wahrscheinlich schon eine ordentliche Person sein. Sie hat voll die schönen Haare. Sie ist generell voll der hübsche Sim. Sehr, sehr hübsch. Wer bist du? Sydney. Nett. Ach so, von der Highschool jemand, glaube ich. Also ich bin jetzt nicht. Also die Übung sieht jetzt nicht so sauber ausgeführt aus. Aber ich mache einen Screenshot, okay? Da sieht man, dass du mal trainiert hast. Das können wir uns dann irgendwann nochmal angucken und dann sehen wir, Kyle war mal im Fitnessstudio und hat trainiert. Ich glaube, das ist gut. Aber ich meine, das kann ja jetzt eigentlich. Ich meine, ich habe ja nichts zu tun. Ich meine, Emily ist tagsüber immer auf der Arbeit, die Zwillinge auch. Also in der Schule nicht auf der Arbeit. Aber ich meine, ich habe ja mit Kyle nichts zu tun. Und dann ist es ja nicht schlecht, wenn wir uns mit seiner Gruppe treffen und hier ein bisschen im Fitnessstudio rumhängen. Ich meine, wir müssen ja nicht die ganze Zeit trainieren. Wir können ja auch Fernsehen gucken. Oder später im Spa-Bereich rumhängen, wenn ich ein neues Fitnessstudio platziert habe. Sieht auch voll cool aus. Level 3 der Fitnessfähigkeit reicht. Kyle kann jetzt auf dem Laufband einen Dauerlauf machen. Außerdem kann er den Computer nach Trainingstipps durchsuchen. Sehr schön. Aber du musst in 2 Stunden auf die Arbeit. Das heißt, warte mal, ich muss mal kurz gucken, welcher Bereich hier für Frauen und welcher für Männer ist. Das Frauen? Das Männer, okay. Das heißt, du kannst direkt mal eine Dampfdusche nehmen gehen. So rum. Und du hättest eigentlich auch Hunger. Ja gut, du kannst auf der Arbeit essen, denke ich mal, oder? Gehst du einfach auf der Arbeit essen, das passt schon. Das ist nicht weiter unproblematisch.
Emily ist da und hat 600 Simoleons nach Hause gebracht. Sehr schön. Ich bin so, so stolz auf dich, meine kleine Maus. Ach, sehr schön. Jetzt haben wir 1378 Simoleons. Das ist doch toll. Und wenn Kai gearbeitet hat, können wir wahrscheinlich sogar ganz gut Geld verdienen. Nicht ganz gut Geld verdienen können wir. Die Küche war schön an. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Wow, das ist ja wirklich. Genau, dann geh doch mal auf Toilette und danach kannst du dich auf jeden Fall noch umziehen gehen. Weil ich glaube, mit dem Outfit ist es nicht so gut, auf Arbeit zu gehen. Tomex, Kyle hat den, den Ruf, hat alles in der Geschäftswelt. Es geht darum, wer du bist, sondern darum, wen du kennst. Und du kennst die richtigen Leute. Wir möchten dich zum Geschäftsgebietsleiter Rang 5 ernennen. Wer bist du und was ist Gebietsleiter? Was ist das für eine Karriere? Du brauchst nur Ja sagen. Machen wir das? Rang 5? Ich meine, wir sind jetzt eigentlich höher in unserem Job. Machen wir das jetzt so? Kriegen wir da mehr Geld? Das ist die wichtige Frage. Ach komm, wir machen's mal. Man muss auch mal Risiken eingehen. Ach, jetzt haben wir zwei Jobs. Ach, das ist der Job. Oh, nee. Das ist ja der Job, den, den Dings hat. Nee, 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 den kündigen wir direkt wieder. Ach so, stimmt. Ich glaube, ich habe irgendeine Mod, dass man mehr Jobs haben kann. Job kündigen? Ich hoffe, jetzt kündigen wir nicht beide Jobs, sondern nur den hier. ja. Okay, das ist Gebietsleiter. Okay, schade. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwas Militärisches oder so, aber nein, ist es nicht. Stulane Lamina, Quar Gorabani, Lobedine, Farval. Wir kündigen die Business-Karriere. Ja. Ich meine, wir hätten ja wenigstens einen Einstiegsbonus noch kriegen können. Ich meine, das haben wir bekommen. Ja, zum Glück habe ich meinen alten Job nicht verloren. Das wäre echt traurig gewesen. Obwohl, wir hätten ein bisschen mehr Geld bekommen. Das muss man ja schon wirklich sagen, aber... Ja, gut. Ich bin noch bei der ersten Generation. Also, noch gar nicht so lange. Genau, mit der guten Emily habe ich gestartet. Also, sie ist so die Gründerin. Und die zweite Generation werden wir dann mit Marianne beschreiten. Aha. Jetzt bin ich erstmal weg. Kyle ist zur Arbeit, das ist sehr schön. So, du kannst doch erstmal aus den Trainingssachen rausgehen. Oh, ich hoffe, Kyle wird befördert. Das wäre sehr, 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 sehr schön. Aber Kyle ist nicht so gut drauf, weil er trainiert hat. Es tut mir auch fast ein bisschen leid. Du tanzt schon wieder. Das freut mich, dass du Spaß hast. Also ich habe mir selbst Regeln gemacht. Also wenn du Ausrufezeichen Sims machst, dann sollte da auch ein Link kommen, wo du drauf drücken kannst. Da habe ich, glaube ich, die ersten ein, zwei Generationen Regeln gemacht. Genau. Ich habe das als Let's Play auf YouTube gestartet. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, einfach nur noch zu streamen, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, Videos zu bearbeiten. Aber ich lade die Streams dann halt immer im Nachhinein auf YouTube hoch. Und ja, genau. Also ich habe eigene Regeln. Das ist ganz gut, weil dann kann ich auch mal gucken. So, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier aufmachen. Ah, ich habe sogar die ersten 5 Generationen hochgeladen. Nice. Okay. Ja, und danach kann man ja auch so ein bisschen eigenständig weiter erstellen.
Ich muss ja nicht unbedingt das nehmen, was ich damals gemacht habe. So, jetzt brauche ich mein OBS wieder. Hier habe ich es. Sehr schön. Mehr Saft hinzugeben. Einer der Stammgäste von Kai bittet um etwas mehr Saft in seinem Getränk. Ja komm, warum nicht? Oh. Warum wollen noch alle mehr Saft, nur wenn eine Person mehr Saft möchte? Okay, weißt du was? Du wirst bitte fleißig arbeiten. Weil heute eine Beförderung wäre wirklich super, super schön. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. So, Mausis, ihr macht jetzt noch Hausaufgaben. Weil dann kann mir... Oh Gott, jetzt bringe ich schon wieder Namen durcheinander. Da kann Emily euch nämlich noch helfen. Und dann haben wir nämlich schon mal den einen Meilenstein fertig. So, du gehst mal bitte bei Hausaufgaben helfen. Und dann musst du auch nie wieder Sims beim Hausaufgaben helfen. Dann haben wir diesen Meilenstein fertig. Und dann müssen wir es hier noch eine beliebige Fähigkeit maximieren lassen und das andere. Ah, cool, Funny, okay. So, und ich denke, du brauchst dann wirklich mal eine gründliche Dusche. Dann geh mal bitte eine dampfende Dusche nehmen. Und danach könntest du auch eigentlich noch ein bisschen weiter trainieren. Achso, warte, das hat doch jetzt schon ausgereicht. Oder ja, sehr schön, dann musst du jetzt auch nicht mehr helfen. Dann geh du mal in Ruhe duschen. Und wie viel Essen haben wir denn noch da? Wenn nicht, dann musst du heute mal Abendbrot machen. Auch wenn er jetzt nicht so... Wir haben noch super viel Kuchen. Wir haben noch Pizza. Ah nein, okay, du musst nicht kochen, alles gut. Alles gut, nimm die Reste. Ach, das ist voll okay, Fanny. Ich bin auch sehr, sehr, sehr still. Ich kommentiere auch sehr wenig oder schreibe. Das ist, ja, bin ich genauso drauf. So, und ihr könntet dann eigentlich auch noch was... Obwohl, du hast gar keinen Hunger. Ach, ihr habt alles schon gegessen. Okay, na dann. Passt das ja, aber duschen könntet ihr beide nochmal. Ja, aber macht erstmal in Ruhe eure Hausaufgaben. Obwohl, es ist auch schon wieder ziemlich spät ist. Gott, das zieht sich ja wirklich lange mit den Hausaufgaben. So, die Musik können wir auf jeden Fall ausschalten. Level 4 der Sozialfähigkeit reicht. Sehr schön. Ach, ihr werdet so schnell groß. Wo gehst denn du jetzt hin? Mit Pflanze sprechen. Du könntest doch alternativ mit deinen Kindern reden, aber... Hey, mach halt. Irgendjemand von euch schon fertig? Nein, noch nicht. Okay. Ah, sehr gut, dass wir das so ein bisschen zusammen gemacht haben. Gut, dann würde ich sagen, gehst du mal eine... nachdenkliche Dusche nehmen. Und wenn du fertig bist, kann dann ja auch Marianne noch duschen gehen. Und wenn du fertig geduscht hast, kannst du auch schon ins Bettchen gehen. Warte, hier ist das Bett. Hausaufgaben fertig. Sehr schön, jetzt Marianne auch schon alle. Hallöchen, Chair. Herzlich willkommen im Stream. So, dann setz dich hier mal hin. Ja, Pflanzen brauchen auch Sozialkontakt, das stimmt. Vielleicht wächst sie ja besser oder gibt mehr Ertrag, wenn sie dann endlich mal wieder funktioniert. Ach komm, jetzt wollte sie auch mit Marianne reden. Ja komm, dann gehen. Wer bist du und warum bist du traurig? Charlotte. Oder Charlotte. Na komm, verstehen nur Charlotte mal freundschaftlich vor und versuchen sie mal aufzumuntern. Warte, bevor du ins Bett gehst, du musst noch duschen. Sonst gibt es morgen wieder so einen riesengroßen Badezimmerstau. Und das ist dann auch nicht so gut. Oh, Vampire. Nicht gut. Geh weg. Mir geht's sehr gut, Jay. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. So, und danach würde ich sagen, ab ins Bett mit dir. Und ich hoffe, dieser Vampir kommt nicht rein und frisst uns. Oh, sie ist traurig. Okay, das kriegen wir hin. Wir reden über unsere Interessen. Und dann sie muntert, versuchen aufzumuntern. Geht bei tiefgründig. Oh, 100 B. Oh, das glaube ich dir. Gerade jetzt mit den Säuglingen. Das muss doch furchtbar anstrengend sein. Wie viele Kinder hast du schon? Ja, müde kenne ich. Aber heute ist auch bei uns so ein richtig regnerischer Tag gewesen. Ich habe halt irgendwie auch fast nichts hinbekommen, was ich eigentlich machen wollte. Oh Gott, das hat nicht so funktioniert mit den Aufmuntern, oder? Können wir einen Hüftstoß machen? Ja, guck mal, das geht doch. Wir können sie mal nach der Karriere fragen. Sie ist eigentlich auch ziemlich hübsch. Sie wäre ein guter Sinn für die Idole. Wir können ja ein bisschen Zuspruch geben. Als Oberschülerin. Ach, du bist doch eine Teenager? Oh, du bist eine Teenagerin. Upsi.
Oh, 21 Kinder schon, das ist aber auch krass. Da hast du ja auch schon einiges hinter dir. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die sind auch gerade gar nicht in der Saison genau. Die wachsen im Sommer hier zum Beispiel. Das heißt, das ist ganz normal, dass die Zeit einfach ein bisschen traurig aussehen. Guck mal, jetzt ist, Leute, du solltest jetzt aber hier nie bei einer Teenagerin flirten. Das ist jetzt nicht so clever. Und vor allem auch gar nicht legal. Reden wir ganz einfach übers Trocken, Kochen. Das ist immer gut. Kai, wie sieht's mit der... Oh, du bist ja richtig müde. Oh, wer hat bitte befördert? Wer hat bitte befördert? Ich wäre so happy. Oh, sie ist doch bestimmt ein Werwolf, oder? Sie sieht werwolfmäßig aus. Ich weiß auch nicht. Ich kriege hier Werwolf-Vibes. Ich muss los. Ja, danke schön. War nett mit dir. Oh, du hattest ein Sportturnier. Das ist ja cool. Was war es denn für ein Turnier? So, dann räume ich mal für euch wieder auf. Das mache ich ja sehr gerne. Genau, du kannst schlafen gehen. Das Zimmer hier ist eigentlich schon ganz nett. Ich bin mir immer noch nicht sicher mit dem Sofa hier oben. Oh, Kyle, du bist wirklich großartig. Du kannst direkt schlafen gehen. Kyle wird verdient jetzt Saftboss. Das ist auch ein sehr schöner Titel. Er verdient jetzt 19 Simoleons mehr pro Stunde. Das ist ein Stundenlohn von insgesamt 64 Simoleons pro Stunde. Ausmacht, das oder gibt. Er hat folgende Bonusseiten und seine nächste Schicht beginnt am Freitag um 19 Uhr. Oh, er arbeitet von 19 bis 2 Uhr. Ich speichere mal. Jetzt kann ich ein bisschen in der Küche rumbauen. Wow, wir haben ja richtig, wir haben 4000 Money und so viel Geld habe ich, keine Ahnung, wie lange nicht mehr gehabt. Okay, wartet mal, wir machen jetzt mal das Licht an. Ich wollte jetzt nicht alle Lichter, aber egal, die machen wir dann gleich wieder aus. Oh, du machst Judo. Krass. Ja, Judo hatte ich einmal ein halbes Jahr in der Schule. Was ist denn hier das Richtige? Ich glaube, das hier, oder? Oder doch das hier? Das sieht so unpassend aus. Das andere passt noch weniger. Na egal, wir lassen das jetzt so. So, wir tauschen mal zuerst die ganzen Theken aus. Damit wir hier überall diese neuen Dinger drin haben. Achso, was wir auch machen können. Oh, irgendwie leckt der Baumodus so ein bisschen. Oh, das ist echt krass. Wenn man schon so früh anfängt, das dann so richtig durchzieht, ist schon cool. So. Wo ist denn der neue Kühlschrank? Hier. Der hier. Oh, die Theken gehen ja richtig nah dran. Das war doch bei den anderen nicht so. Nee. Oh, das ist ja cool. Oh, das ist ja nice, dass die Theken so richtig nah dran gehen. Das gefällt mir. So, dann nehmen wir mal die Farbe. Und es gab doch auch einen neuen Herd. Warte mal, dann können wir unseren kleinen, ranzigen Mini-Kühlschrank verkaufen. Passt die Trophäe auch hier oben drauf? Nope. Okay, dann kommt die. Hier hin. Ah, du machst Abi. Okay. Okay, dann verkaufen wir den Spaß. Wie teuer ist denn der andere Herd? Oder der neue Herd? Drei? Warum ist denn das alles so teuer? Das kann ich mir nicht leisten. Mit welchem Geld? So, dann verkaufen wir das hier. Und dann kann ich hier noch so eine Ecktheke hinbauen. Und dann werde ich hier einfach wo die Fenster noch Theken dann stellen. Irgendwo muss ich ja die ganze neue Deko und die ganzen neuen Sachen unterkriegen. Das ist doch hübsch so. Ja, doch, das passt. Das passt, das passt, das passt. Jetzt sieht die Küche nicht mehr ganz so traurig aus, sondern schon ein bisschen schöner. Vor allem, weil wir jetzt endlich einen ordentlichen Kühlschrank haben. Und nicht diese Mini-Ding die ganze Zeit. Das ist schon mal ein großes Upgrade jetzt.
Der Kühlschrank ist wirklich schön. Vor allem, ich mag es richtig, dass hier keine Lücke mehr dazwischen ist. Krass. Also hast du jetzt dein letztes Schuljahr vor dir. Das ist schon mal sehr gut. Ah, dann geh mal du schlafen. Wieso bist du wach? Schlaf doch. So. Aber hier sind jetzt noch alle Sachen drin, die wir hatten, oder? Boah, aber ich finde es so toll. Dieser Kühlschrank ist ein Träumchen. Ich bin echt happy. So, wer ruft uns an? Hallöchen, ich wollte dich in der Nachbarschaft willkommen heißen und danke, Flatteslaus, aber ich wohne jetzt schon echt lange. Seit so, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Ich meine, Emily ist jetzt fast, also in 41 Tagen Senior und wir wohnen ja seit sie eine junge Erwachsene ist, also fällt ihm früh auf, dass wir in die Nachbarschaft gezogen sind. Fällt ihm wirklich sehr, sehr, sehr früh auf. Aber solange er nicht vorbeikommt und mich beißt, ist mir das eigentlich auch ziemlich egal. Oh wow, jetzt müssen wir ziemlich viel aufbauen. Mixfähigkeit und die Charisma-Fähigkeit. Eieiei, okay, da müssen wir einiges nach oben schrauben. Aber gut, das schaffen wir. Ach, ich wollte doch Emily eigentlich aufs Mal einen Computer kaufen. Ja, upsie. Sorry, Emily. Jetzt habe ich wieder voll Emily vernachlässigt, weil ich wollte ja, dass sie in ihrem Job auch ein bisschen vorankommt. Dass sie halt auch so ein bisschen was Gutes hat. Warte mal, dann kaufe ich jetzt erstmal, was wir hier reinstecken können, schon mal. Das habe ich tatsächlich jetzt leider ein bisschen verpennt. So, was ist, wie teuer ist denn der günstigste Computer? 800, das geht sogar. Das könnten wir heute hinbekommen. Nach der Klausurenphase wird schlimm. Also es ist alles machbar, ne? Aber es ist natürlich schon ganz schön anstrengend. Das glaube ich dir, gerade wenn da auf den Sportschule, die sind ja alle, denke ich, ziemlich krass. Und wenn man da mithalten will, muss man, denke ich, auch sehr viel Arbeit ins Training investieren. Kann ich ja wirklich vorstellen, dass das ziemlich anstrengend ist. So, Mausi, bevor du gleich in die Schule rennst, könntest du dich hinsetzen? Du stehst voll im Kühlschrank und blockierst irgendwie alle. Kannst du dir auf jeden Fall auch ein paar Reste nehmen gehen? Och, ich freue mich so über diesen Kühlschrank. Auf meinen ordentlichen Kühlschrank. Okay, die Küche sieht irgendwie ein bisschen bängend aus. Aber ja, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wie ich mache ich den doch noch ein bisschen anders. Aber von der Passform her geht es halt nicht anders. Und ich hatte halt auch gerne noch ein paar Geräte. Und deswegen müssen wir das wahrscheinlich wirklich so bauen. Mary Ann muss in einer Stunde in der Schule sein, Liv auch. Okay. Wie geht's dir? Du musst ja auch gleich auf die Arbeit. Dir geht's eigentlich soweit ganz gut. Du könntest aber nochmal auf Toilette gehen. Und Kyle, ja gut. Dir ging es auch schon mal besser. Ich denke halt, kommt das darauf an, was du später machen möchtest. Also, wenn du jetzt irgendwas mit krassen NC studieren willst. Wäre, denke ich, der Fokus aufs Abi auf jeden Fall wichtiger. Aber wenn du jetzt eh was machen möchtest, wo du jetzt keinen C brauchst, dann ist es ja jetzt nicht so wichtig, welchen Schnitt du am Ende im Abi hast. Warum bist du wütend? Was ist passiert? Naja. Okay, aber ansonsten geht es dir wirklich super, Frutti. Tutti Frutti. Oh nee, was machst du denn da schon wieder, diese Kinder? Aktuell folgen Maßregeln entschieden, Anordnung kein Chaos anzurichten. Emily geht ein Kind zusammenstauchen. Also auf eine liebe, ruhige Art. Und du gehst das dann gleich aufräumen, okay? Danke. Braves Kind. So, du kannst dir einfach ganz entspannt ein bisschen Yoga machen, damit du ein bisschen runterkommst. Ja, das denke ich nie verkehrt. Dann hast du auf jeden Fall dann später
Wenn du dich dann vielleicht doch, oder wenn du halt doch irgendwie mal der Abschluss dann entscheidend ist. Also das vermutlich nicht verkehrt, sich erstmal auf die Schule konzentrieren, vor allem dann in der Klausurenphase. Deswegen, das passt schon. Liv ist in der Schule, sehr schön. Ich hoffe, Liv kann in der Schule auf Toilette gehen. Und Marianne auch, weil das habe ich irgendwie verpennt. Es tut mir leid. Oh, okay, du musst dann zur Arbeit. Viel Spaß. Und wenn du heute nach Hause kommst, haben wir vielleicht einen Computer für dich. Also, es sollte auf jeden Fall sich ausgehen mit dem Computer. Sie verdient ja eigentlich genug. Dann sollte so ein PC auch drin sein. Wir haben gehört, dass du ein ziemlicher Superhirn bist. Kyle, du würdest einen großartigen Technikguru abgeben bei deiner. Nee, du, lass mal. Nee, 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 kein Technikguru. Kyle, ich schmeiß dich jetzt aus dem Bett. Nein, du darfst danach aber nochmal schlafen, okay? Ich denke, wir gehen heute noch nicht mit ihm ins Fitnessstudio, weil er hat noch Schmerzen wegen dem Training vom letzten Mal. Das heißt, ja, wir sind da jetzt heute mal ein bisschen. Wir können ja morgen wieder mit ihm ins Fitnessstudio oder am Montag wieder mit ihm im Fitnessstudio gehen. Also ich schwimme jetzt gar nicht mehr so lange. Es wird noch ein paar Minuten. Und das nächste Mal live bin ich wahrscheinlich sogar morgen. Obwohl, morgen weiß ich nicht. Nee, morgen nicht. Dienstag früh spätestens das nächste Mal. Aber morgen bin ich wahrscheinlich unterwegs. Sonntags streame ich ja auf YouTube Star Stable. Und das nächste Mal live bin ich dann Dienstag. Dienstag ist ja auch Feiertag bei uns. Also ich weiß, es ist nicht deutschlandweit, aber bei uns ist Feiertag. Und auf jeden Fall, aber vormittags, dann nachmittags bin ich unterwegs. Also dann wahrscheinlich so gegen 10 oder so am Dienstag. Und krass, aber ich finde es gut, dass man solche Gespräche bekommt. Tja, also das ist ja nicht verkehrt, wenn man da noch weiß, wie es wirklich aussieht. So, du gehst nachdenklich duschen und danach kannst du auf jeden Fall dir auch noch was zu essen holen. Und danach, ach so, warte, du warst schon duschen. Dann ist noch ein bisschen Pizza und danach schläfst du noch eine Runde. Weil du arbeitest, aber das ist ziemlich spät. Ach, warte. Du musst erst die Toilette putzen. Hallo Kyle, ich habe gehört, was kriege ich denn die ganze Zeit für Jobangebote mit Kyle? Ich habe gehört, ich habe von einem Sportverein gehört, der vor kurzem eine Menge negative Presse erlitten hat. Da einer unserer gut bezahlten Stars sich daneben genommen hat. Dein wunderbarer Ruf könnte uns helfen. Nein, ich wechsle ganz bestimmt nicht in die Sportbranche. Alles klar, Fanny, dann danke, dass du reingeschaut hast und ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. So, dann muffel du mal schön. Dann schmeißen wir das weg. Und dann spaßt es aber auch Gina oft an. Wir haben kurz darüber nachgedacht, ein Baby. Mit wem willst du ein Baby haben? Nein, danke. Meinst du recht zurück? Okay, ja. Ah, okay, eure Schule arbeitet ja nochmal richtig mit Vereinen zusammen. Das ist aber eigentlich auch nice. Hat Gina nochmal geheiratet? Ah, stimmt, das hatten wir ja schon beim letzten Mal. Aber ich glaube, nee, weil die hat jetzt ja nochmal zwei Kinder bekommen. Irgendwann reicht es dann auch mit den Kindern. Wie sieht es eigentlich bei Emily aus? Ich meine, die Mutter hat ja auch nochmal zwei Kinder hinterhergebracht. Okay. Dann halt so. Gut, dann gehen wir das mal schnell wegmachen. So, dein Spaß ist ziemlich niedrig, aber das passt eigentlich so. Ich würde sagen, du gehst dann schlafen. Und das Gute ist, jetzt können wir Emily einen Computer kaufen, weil wir haben jetzt über 800 Simoleons. Oder warten wir noch? Wie teuer ist der Laptop? Der kostet 1000. Ah ne, komm, die 200 Simoleons können wir erstmal was anderes reinstecken. Wir können später immer noch eine schönere Ausrüstung kaufen.
Ja, aber gut, ja, gut, nicht jeder wird übernommen, aber gut, das ist ja eigentlich klar. Obwohl das dann natürlich dann wieder ein richtig krasser Leistungsdruck ist. Ja. Hallo, ich wollte mich gerade beschweren, wenn das Licht nicht ausgeht, aber es ist ausgegangen. Sehr schön. Gut, dann. Hallo und willkommen in der Gruppe Fitness Freaks Kai. Versuch über die Gruppenliste und da. Ja, ich weiß doch. Oh, nur die Hälfte. Okay, das ist dann natürlich heftig. Gute Noten. Oh, Mary Ann hat gearbeitet und ist jetzt Zweierschülerin. Nice. Liffy auch. Oh, Mädels, sehr schön. Dann seid ihr zum Wochenende noch Zweierschülerin geworden. Oh, ich freue mich. Ihr fleißigen Bienchen, ihr. Okay, ich denke, das ist aber. Ich finde es nice, dass es das jetzt funktioniert mit dem Discord-Link. Aber das hat nie funktioniert. Oh je. Ja, Leistungssport ist, denke ich, schon ganz schön hart. Auch mit diesen ganzen Vereinen und so. Euer Spaß ist aber richtig im Keller. Ja, gut, nach der Schule hatte ich jetzt auch nie so viel Spaß. Aber es wird jetzt hier nicht am Computer gespielt. Der ist eigentlich nur, Zocken ist magisch. Ja, komm, okay, dann mag halt Zocken. Wer bin ich eigentlich, um zu entscheiden, welche Hobbys du haben sollst? Wenn du zocken willst, dann zock. Weißt du was? Du musst auch nicht tanzen, du darfst zocken. Ich bin nicht so ein böser Sims-Mama, die ihren Sims das Zocken verbietet. Ja, spiel Sims Forever. Ich bin heute mal sehr, sehr nett. Sehr nice, okay. Du kannst ja auch was zu essen nehmen gehen. Und dann auf jeden Fall noch weiterspielen. Habt ihr eigentlich schon Freunde? Oh, wir könnten auch so eine Kindergruppe machen. Das wäre, glaube ich, auch ganz süß. Sie kennt jetzt tatsächlich noch niemanden. Hast du schon jemanden getroffen? Ach genau, du hast Manuel getroffen. Da könnten wir so eine super süße kleine Kindergruppe machen. Oh, sie sind mit Knuddelmuddel befreundet. Süß. Mit Knuddelmuddel. Ach, das ist ja niedlich. Oh, ich finde das süß. Diesen kleinen Vieh. Okay, gut. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal wieder Schluss für heute. War zwar nicht so lange, aber ja, ich würde mir jetzt auf jeden Fall zum Abendbrot machen. Und wie gesagt, Dienstag denke ich, früh in der Früh so, also vormittags der nächste Stream. Ich weiß auch noch nicht, ob ich Sims spiele oder was anderes, aber irgendwas machen wir auf jeden Fall. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Freitag und ein wunderschönes Restwochenende. Beziehungsweise kein Restwochenende, sondern einen guten Start ins Wochenende. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.